Ich heiße Susanne Abbuehl. Ich habe angefangen mit Cembalo, als ich ein Kind war, ich glaube etwa 7 oder so. Cembalo, Barockmusik. Ich kann mich erinnern, dass ich dann auch schon improvisiert habe mit der Stimme. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das gemacht habe. Es war eine Art Freestyle mit improvisierten Worten und Tönen und so. Und dann bin ich im Gimmer, bin ich ein Jahr in Amerika gewesen und habe dort in Los Angeles angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Also habe so den Wechsel von Instrumentaler, ausschließlich Instrumentalmusik zu Gesang gemacht. Und auch von klassischer Musik zu Jazz, weil ich bin dort in der Highschool in einem Jazz-Ensemble war, wo wir jeden Tag geprobt haben und auch auftreten haben. Und als ich zurückkam in die Schweiz und Matur gemacht habe, habe ich dann das Vorstudium, also die Vorklasse vor Jazzschule gemacht in Bern. Und bin nach Holland gezogen, einer Lehrerin nachgezogen, Rachel Gould, die zuerst in Bern unterrichtet hat und dann nach Holland gezogen ist. Und habe dann dort studiert in Holland. Jazzgesang und klassischer Gesang. Also ich habe ganz zuerst, als ich noch studiert habe, mit 26 Jahren eine Eigenproduktion gemacht. Also selber ein Studio gemietet und habe dann schon mit dem gleichen Pianist gespielt, mit dem Wolfert Brederode. Und habe auch schon Radioproduktionen gemacht, also so Hörspiele. Und die erste CD für ECM war 2001, April. Und das stimmt, wir hatten dann sofort eigentlich internationale Hörer und Hörerinnenschaft gehabt. Aber es ist schon, also ich habe es nie gesucht, so monatelange Tourneen zu machen. Und so. Für mich ist die Zeit der Stille und von Recherchen und von Sachen entwickeln immer extrem wichtig gewesen. Also das Konzert machen, ja klar, zusammenarbeiten, im Studio arbeiten, aber dann auch immer wieder lange Phasen von eigener Arbeit. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein Hauptpunkt, dass ich die Musik mit den Mitmusikern entwickle. Ich habe ja wirklich so Wahlverwandtschaft, also so ganz spezifische Musiker, die ich auswähle, die ich zum Teil auch schon sehr lange mit ihnen arbeite. Mit dem Wolfert, mit dem Pianist, der in meiner Band spielt, arbeite ich schon 25 Jahre, also seit Studienzeiten. Und mit dem Mathieu 10 Jahre. Und es ist eigentlich Kammermusik, also es ist eigentlich oder man könnte sagen, kammermusikalischer Jazz. Also es ist nicht eine Sängerin und eine Begleitband, sondern es entsteht und ist wirklich so komponiert, dass es im Quartett mit 4 gleichberechtigten Stimmen ist und dass sich das irgendwie so wie zusammenfügt und ergänzt. Ja, als Einfluss habe ich ganz stark den Jazz, das ist wirklich meine Heimat. Da habe ich so eine ganze, ein Meer von Referenzen, die ich kenne vom Hören her. Das ist mir ganz wichtig, das Reservoir an was alles schon war. Und dann natürlich auch wirklich die Musik von Kindheit, klassische Musik, sehr viel klassische Musik gehört. Und das bleibt immer für mich als Basis. Und dann ist als drittes wirklich wichtiger Einfluss ist indische Musik, die ich ziemlich lange studiert habe und wo aber eben nicht so in einem direkten Einfluss spürbar ist, wo ich aber einfach sehr viel davon gelernt habe, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und dann ist auch noch Komposition, die ganz wichtig ist für mich, einfach auch eben dort auch wieder das Werk von anderen zu kennen und zu schätzen. Und ich selber mache ja nachher eine ganz spezifische Art von Komposition, die für ein kleines Ensemble ist. Aber mich interessiert auch alles, was mit Komposition zu tun hat.
Also die Schweiz ist für mich eigentlich vor allem wichtig als auch wieder als eine Art Reservoir von Erinnerungen, von körperlichen Erinnerungen in der Natur. Und das ist eigentlich auch als Ziel von Musik oder als, wie soll ich sagen, als Einfluss in meiner Musik wahnsinnig stark. Die Erinnerungen, die sensorischen Erinnerungen an, wie sich der Körper anfühlt, wie sich der Körper von einem Kind anfühlt. Das sind wirklich Kindheitserinnerungen und jugendliche Erinnerungen. Wie sich der Körper anfühlt auf einem Berg, wie sich der Körper anfühlt beim Fluss, im Wald, beim Wasserfall, beim See. Und das ist für mich ist das eigentlich die schweizerische Identität in mir und in meiner Musik. Sonst nicht viel. Ja, das ist etwas, was mir wahnsinnig gefällt, eben die Diversität. Ich habe eben in Holland studiert und ich kann mich dann erinnern daran, dass wir aus der ganzen Welt kamen. Im Königlichen Konservatorium war das in Den Haag. Und das ist wirklich von Südamerika bis Amerika, alle Länder von Europa, schon dann zumal gewesen. Und das hat mich sehr geprägt. Und eben auch Komposition im gleichen Haus zu haben, Tanz im gleichen Haus zu haben, Sound Engineering, also Ausbildung für Sound Engineering. Und das ist, darum freut es mich eigentlich auch sehr, dass das jetzt bei diesem Preis auf einem Weg auch ein bisschen so ist. Verschiedene Alter, verschiedene Stile. Ja, das finde ich super. Jetzt im Moment bin ich so glücklich mit meinen Musikern. Also es ist, ich wähle die wirklich ganz spezifisch. Und im Fall von Mathieu weiss ich noch ganz genau, dass unsere erste Probe ist 10 Minuten gegangen. Und dann war es klar, dass wir zusammen arbeiten wollen. Und das war vor 10 Jahren. Und das sind für mich schon, eben, das sind eigentlich für mich schon meine Traummusiker. Und ich denke ganz wenig so an die Zukunft. Ich denke eigentlich mehr, was mich im Moment interessiert, ist Komposition, Schreiben, auch Texte schreiben. Und dann ergibt sich das eigentlich auch fast von allein, mit wem man zusammenarbeitet. Also es sind dann wirklich so Wahlverwandtschaften, die für mich auch nichts mit Nationalität zu tun haben. Also das stimmt, ich bin wirklich sehr langsam. Und zwar nicht, weil ich jetzt das so cool finde oder so, sondern weil es effektiv so Phasen gibt, wo ich dann produktiv bin oder wo ich raustrete und wo Konzerte angesagt sind. Und dann, wie gesagt, auch wieder ganz viele Phasen, die vielleicht von außen inaktiv angeschaut werden. Weil das Metier ist ja sehr geprägt eben von Aktualitäten und was machst du als nächstes. Und jedes Jahr wieder eine CD rausbringen. Und das ist etwas, das mich absolut nicht interessiert. Und zum Glück ist das auch etwas, das mein Produzent, also der Manfred Eicher von ECM, eben auch nicht interessiert. Sondern es ist eigentlich einfach dann, wenn es nachher ist, dann, wenn es dringlich ist. Das ist für mich auch das Kriterium. Also, wie dringlich ist es, das, was man macht? Und dann macht man es nachher. Und manchmal hat man als Künstler oder als Künstlerin das Gefühl, jetzt wäre es nachher und fährt einfach pushen und hat irgendwie das Gefühl, jetzt will ich aufnehmen und merkt dann, man ist noch gar nicht bereit. Und das heisst eigentlich, das ist ganz wichtig, finde ich, das Timing. Wirklich das Timing der Sachen und dass man auch den Nerv hat zu warten, wenn man nicht bereit ist. Und dann manchmal hilft es einem auch, wenn man von außen die Hilfe hat. Also, dass eben auch ein Label hat, wo gleich funktioniert. Und Aktualitäten, ja. Ich bereite meine vierte CD vor im Moment für ECM. Da bin ich jetzt mit im Prozess von Komponieren eben und Proben. Ich habe auch als Gast aufgenommen mit einem französischen Pianist. Das wird in diesem Herbst erscheinen auf einem kleinen französischen Label. Also es gibt viele so Sachen, die am Laufen sind.
Aber wie gesagt, das kann immer lang gehen.